Am Freitag, dem 01.03.2024, ist etwas Historisches passiert. Etwas, was in die Geschichtsbücher eingehen wird und was wahrscheinlich große Teile der Menschheit nicht mitbekommen haben. Denn Gold hat ein neues Allzeithoch gemacht auf Euro- und US-Dollar-Basis, sowohl also im Euro als im US-Dollar. Gold hat am Freitag mit dem höchsten jemals gemessenen Schlusskurs abgeschlossen. Und jetzt mache ich trotz Urlaub, weil ich hunderte Nachrichten bekommen habe, ein kurzes Video, woran das liegt, was die Gründe sind und ob man nun aussteigen sollte oder ob es vielleicht noch weitergeht. Wie ihr seht, ich befinde mich tatsächlich gerade im Urlaub und hatte eigentlich vor, etwas abzuschalten, doch die Welt hält mich auf Trab. Es geht vor allem um die große Kriegsangst, die sich immer weiter auftut. Und es geht aber noch viel weiter, denn was mich besonders berührt, ist natürlich, dass Deutschland einen Kurs fährt, der scheinbar mit Scheuklappen, mit Vollgas ins Verderben unserer Gesellschaft führt. Doch warum Gold gerade jetzt ein neues Allzeithoch erreicht, sollte uns nicht wundern. Warum das noch lange nicht das Ende der Fahnenstange sein dürfte, das zeige ich euch heute ebenfalls. Denn Gold erreicht ein neues Alltime-High am 01.03. Dieses Datum sollten wir uns groß aufschreiben. Es wird nicht das letzte Mal sein. Übrigens zeitgleich auch mit Bitcoin erreicht Gold gemessen in Euro und in US-Dollar neue Höchstkurse. Doch das ist keineswegs verwunderlich, denn so dramatisch die aktuellen Umstände auch sind, für Edelmetallinvestoren war das Ganze absehbar und könnte es kaum besser laufen. Zum einen ist die Goldnachfrage der Zentralbanken auf Rekordniveau angekommen. 2023 kauften diese rund 1037 Tonnen Gold. Zum Vergleich, 2010 waren es weniger als 80 Tonnen Gold. Zum anderen spitzen sich aber die geopolitischen Spannungen international zu, wie ich bereits eingangs gesagt habe. Die aktuelle Eskalationslage nimmt also weiter Fahrt auf. Um die abgehörten Bundeswehrgespräche zum Angriff auf die Krimbrücke bzw. den Taurus-Raketen oder den sogenannten Taurus-Leak bestärken diese nur noch weiter. Wenn man ein bisschen Zeit hat, die Medien zu verfolgen, dann wird einem erstmal klar, was gerade passiert. Wir haben ein neues Narrativ, und zwar Deutschland muss kriegstüchtig werden, Deutschland muss sich auf einen Krieg gegen Russland vorbereiten. Es deutet also alles auf eine potenzielle Ausweitung des Konflikts hin, nachdem nicht nur Pistorius ganz klar Alarm geschlagen hat. Macron sagte, wir haben bereits NATO-Truppen in der Ukraine, und der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz sagte, dass sich bereits britische Truppen in der Ukraine befinden, sollte uns klar sein, dass auch die Spekulation, ob Taurus zum Einsatz kommt oder nicht, nur eine Frage der Zeit sein wird. Denn was gerade passiert, zeigt doch, wie unfähig unsere Geheimdienste, wie unfähig auch unser Militär ist. Denn solche Informationen in die Öffentlichkeit zu bringen, zu einem so ungünstigen Zeitpunkt, könnte zu einem Eskalationskonflikt Russlands führen. Die russischen Medien reagieren darauf mit Aggression, und das ist verständlich, wenn man darüber redet, dass man Deutschland jahrzehntelang mit günstigem Gas versorgt hat. Ich möchte nicht den Krieg relativieren, aber es beflügelt natürlich Gold als sicheren Hafen. Insgesamt kletterte Gold in 2023 deshalb auch um 9% in Euro. Was viel, was auch wenig sein kann, je nachdem, womit man es vergleicht. Doch es hat eines geschafft, es hat die Inflation wie in den letzten 50 Jahren geschlagen. Nur um 13% ging es in US-Dollar nach oben. Doch das ist das, was hier im Euroraum oftmals nicht gesehen wird. Denn der Euro schmiert übrigens gegenüber dem US-Dollar seit gut 3 Jahren massiv ab. Die goldenen Zeiten liegen in der Zukunft für Gold- und für Silberbesitzer. Und all das deutet darauf hin, dass das neue Allzeithoch, das sogenannte All-Time-High, nur ein kleiner Zwischenstopp sein dürfte für das, was auch die Zukunft bringt. Denn die geopolitischen Spannungen werden weiter zunehmen. Dazu spreche ich übrigens mit Professor Dr. Max Otte am 19.03. um 19 Uhr in unserem gemeinsamen Webinar. Er als Volkswirt und Volkswirtschaftsprofessor für diese geopolitischen Spannungen, der auch 2 Bestseller dazu geschrieben hat, und zwar Der Crash kommt und Weltsystemcrash. Er hat es also kommen sehen, ist für mich die geeignetste Person, die genau darüber sprechen kann, welche Spannungen, welche Konflikte in der Zukunft eine Rolle spielen, neben Taiwan, neben den Eskalationen und natürlich auch den US-Wahlen, die darauf hindeuten, dass Donald Trump zwar die Nase vorne hat, aber dass sich im Hintergrund hier derzeit noch spannende Namen auftun. Ich möchte hier noch nicht über Michelle Obama sprechen, doch dazu werde ich mit Ernst Wolf zeitnah ein Video führen. Die Zentralbanken werden weiter Gold kaufen, das ist die wichtige Botschaft. Die größten Goldkäufer der Welt bleiben also long. Allen voran die Zentralbanken der BRICS werden ihre Goldkäufe weiter vorantreiben und den US-Dollar unter anderem als Resultat der geopolitischen Spannungen noch schneller abstoßen. Noch in diesem Jahr möchten die BRICS-Staaten nämlich eine nicht vom Dollar abhängige Handelswährung einführen, die übrigens auf Basis
einer Kryptowährung basieren soll. Womöglich sogar mit einer Golddeckung. Darüber spekulierte man bereits kurz vor dem BRICS-Treffen in Johannesburg im August 2023. Auch dieses Jahr dürfte spannend werden, wie es hier weitergeht. Es gibt jedenfalls genug Konfliktpotenzial, das Gold nach oben treibt. Denn Fiat verliert an Wert und das immer schneller. Das Papiergeld und das Geld auf unseren Konten inflationiert also. Und daher dürfen wir Edelmetallanleger uns in der nächsten Zeit sicher und wahrscheinlich noch häufiger sehr, sehr sicher fühlen, gerade wenn es um unsere Ersparnisse geht. Über die Meldung eines neuen All-Time-Highs für Gold freut sich womöglich der eine. Wir sollten aber auch im Auge behalten, dass gerade die geopolitischen Konflikte dafür Sorge tragen und dass es natürlich auch ein Sicherheitsrisiko für die Ersparnisse ist. Deswegen sollten wir uns auch hier in weiteren Videos darüber unterhalten, wie wir uns hier am besten lagerungstechnisch und vor allem geopolitisch aufstellen. Mehr über die Hintergründe zu den geopolitischen Entwicklungen und wie du sie nutzen kannst, um von der aktuellen Krise zu profitieren, erfährst du im Webinar mit Professor Dr. Max Otte am 19.03. um 19 Uhr. Hier kannst du dir einen der letzten Plätze sichern. Wir sind bereits über die Klippe hinweg. Das sagt er zumindest, Professor Dr. Max Otte. Und da habe ich mit ihm in diesem Video drüber gesprochen. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Und ich hoffe, ihr seht es mir nach, dass ich mal ein paar Tage Auszeit mache. Wobei eigentlich ist es ja keine Auszeit, denn ich bin für euch immer noch live dabei. Und jetzt wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Und ich hoffe, dass alles wieder besser wird.